Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich steck fest. Fallout New Vegas und heute wollen wir mit Manny Vegas sprechen. Oder Vegas, sorry. Was geht, Alter? Was geht? Wer sind Sie? Ich bin Manny und ich habe Ihr Wachdienst. Wenn Sie einen Lauf aus dem Maul des Dinosauriers ragen sehen, dann stehen die Chancen 50-50, dass ich es bin. Ansonsten ist es Boone. Boone. Wovor schützen Sie die Stadt? Bleibt sich gleich. Vor allem, was sich uns auf 1000 Meter nähert und nach Ärger aussieht. In letzter Zeit hatten wir Ghoul, die über die Straße vom Rapcon im Westen kommen. In den letzten Tagen eine ganze Menge. Die größte Bedrohung ist die Legion im Osten. Wenn sie uns in voller Stärke angreift, überrennt sie uns einfach. Bisher hatten wir aber wohl Glück. Wozu sollten die das auch tun? Wer ist Boone? Boone ist ein Scharfschütze wie ich. Als wir noch in der Armee der RNK waren, war ich sein Beobachter. Nach dem Ende unserer Dienstzeit habe ich ihn überzeugt, sich hier anzusiedeln. Und so kamen wir her. Ich würde sie ja einander vorstellen, aber wir verstehen uns gerade nicht so gut. Warum sind Sie mit Boone verstritten? Seine Frau und ich waren selten einer Meinung. Wir hatten ziemlich oft heftigen Streit. Eines Tages ist sie verschwunden und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gewechselt. Und worüber haben Sie mit Boons Frau gestritten? Mensch, eigentlich über alles. Ich bin in Nordvegas aufgewachsen. Mit meinen Cousins. Wir waren schlimme Finger. Trat einer Bande bei. Ich hab's geliebt. Dann ist was passiert. Und ich hab das nicht mehr gepackt. Also bin ich der Armee beigetreten. Hab meine Zukunft verdient. Hab meinen besten Freund mitgebracht, um diese Zukunft mit ihm zu teilen. Und dann kam da diese Frau daher, die sich für was Besseres hielt und die mir wegnehmen wollte. Die Schlampe und ich waren uns Spinnefeind. Okay. Du redest aber ganz schön krass über die Frau deines besten Freundes. Die verschollene Frau deines besten Freundes. Sie waren also in einer Gang. Waren das harte Jungs wie die Tunnelschlangen? Oder waren das sogar die Tunnelschlangen? Ob sie hart waren? Mensch, ich war bei den Kahnen. Viel härter wird es nicht. Oha. Das ist mal krass. Wie war Ihre Rundreise mit der RNK? Oh, es war toll. Um nichts in der Welt würde ich das missen wollen. Der Lebensstil, die Disziplin. Das hatte was. Fremde Orte sehen, den Menschen Sicherheit geben. Was sollte einem daran nicht gefallen? Ich weiß nicht, du warst vorher in der Gang und hast Leute getötet. Und jetzt sicherst du die Leute. Da muss ja irgendwas dazwischen gewesen sein, wo du dachtest, Leute töten ist nicht so funny, wie ich dachte. Und warum sind sie dann gegangen? Ach ja, es schien einfach an der Zeit dafür zu sein. Wissen Sie, ich wollte einfach ein Zuhause. Und ich war oben in Camp Golf, als das in Bitter Springs passiert ist. Hab krank gespielt, um da nicht hinzumüssen. Ich kannte ein paar Leute dort. Aber als sie zurückkamen, wollte mir keiner sagen, was passiert ist. Plötzlich nannten uns die Leute Mörder, wenn wir ihre Städte sichern wollten. Und was ist bei Bitter Springs passiert? Ich weiß es immer noch nicht genau. Es scheinen nur viele Leute gestorben zu sein, die gar nicht kämpfen wollten. Ich gebe niemandem die Schuld dafür. In Schlachten herrscht ein solches Chaos, dass man froh sein kann, wenn einen nicht die eigenen Leute erschießen. Aber irgendwas hat es mit mir angestellt. War nicht mehr derselbe. Ich verlängerte den Dienst nicht mehr, ließ mich entlassen und ging einfach weg. Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der ein kariertes Jackett trug. Oder sicher, trägt. Den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Überrascht mich nicht. Der Kerl schien zu allem bereit zu sein, um seine Ziele zu erreichen. Macht sich wohl viele Feinde. Ja. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Oh Gott, das hört sich so schwul an. Es hat sich schon lange nicht... Ich kann das nicht. Okay, ganz cool bleiben. Es hat sich schon lange niemand mehr um ihre Bedürfnisse gekümmert, nicht wahr? Das spüre ich.
Mir gefällt echt, dass Sie so verständnisvoll sind. Ich wollte Sie erst um einen Gefallen bitten, aber ich sage Ihnen auch so, was Sie wissen wollen. Der Typ, nach dem Sie suchen, Benny, war mit ein paar Kerlen aus meiner alten Gang unterwegs. Sie waren auf dem Weg nach Boulder City. Boulder City. Wissen Sie, warum Sie dorthin gegangen sind? Keine Ahnung. Ich weiß, dass Benny noch nicht gezahlt hatte. Vielleicht wollten Sie es ihm also deswegen heimzahlen. Wo liegt Boulder City? Einfach von hier aus die Route 93 entlang. Folgen Sie der Straße nach Norden. Das ist alles. Hau rein. Okay. Hey, Sie haben zwar keinen Grund, mir zu helfen, aber Sie scheinen wirklich nett zu sein. Könnte ich Ihnen wenigstens von meinem Problem erzählen? Klar, vielleicht kann ich dafür sorgen, dass Sie wieder ruhig schlafen können. Ich wollte gerade sagen, es ist schade, dass ich die Quest nicht bekommen habe, aber vielleicht bekomme ich ihn noch so. Sehen Sie, ich habe mich nicht in Ihnen getäuscht. Novak ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Und warum kümmern Sie sich nicht darum? Würde ich ja, aber ich muss die Straße im Auge behalten. Caesars Legion hat Gebiete östlich von hier erobert. Sie haben Nelson eingenommen. Wenn wir unachtsam werden, greifen sie vielleicht an. Die Legion braucht Schwäche auch nur zu spüren, um gleich einen Angriff zu starten. Und was muss getan werden? Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Tatsächlich habe ich, glaube ich, dieses Mal kein Problem mit Ghoulen, weil ich sie einfach zusammenschlagen werde. Okay, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Es würde mir viel bedeuten. Flieger, grüß mir die Sonne. Oh, das ist ein ganz wichtiger Quest. Zum Glück haben wir den noch bekommen. Was hast du da aufgesammelt? Habe ich einen Kronkorken verloren? Holoband? Kahns Gastfreundschaft. Wieso muss ich jetzt plötzlich alles lesen? Na egal, nächtlicher Scharfschütze. Manny Vargas erwähnte einen zweiten Scharfschützen namens Boone, der nachts im Maul des Dinosauriers arbeitet und dessen Frau seit kurzem vermisst wird. Manny, du hast die richtige Wahl getroffen, indem du uns aufgenommen und die Schnauze gehalten hast. Dieser feine Pickel, Benny, ist unruhig, seit wir seinen Boss das Paket geklaut haben. Macht mich tierisch nervös. Aber als ich herausfand, dass wir auf dem Weg nach Boulder City hier durchkommen, da wusste ich, dass ich auf dich zählen kann. Sollen die anderen Kahne doch reden. Ich weiß, wem deine Loyalität gehört. Eines Tages wirst du dich daran erinnern, wo du hingehörst, und deine Brüder und Schwestern werden dich behandeln, als wärst du nie weg gewesen. Du weißt ja, wo du uns findest. McMurphy. Die wollen, dass er zurückkommt. Die wollen also, dass er zurückkommt. Naja, wir haben hier noch in Novak einiges zu tun. Und zwar gehen wir jetzt erstmal zu Boone. Der hat eine schöne Quest für uns. Die hat mir damals sehr gefallen. Ich habe sie, glaube ich, ein bisschen ruiniert, aber egal. Und danach gehen wir nämlich zu den Ghoulen. Weil das gehört eigentlich zur Quest dazu. Die hätten wir machen müssen. Und jetzt mache ich das auch im Nachhinein. Außerdem brauche ich ein bisschen was zu trinken. Ich sollte hier meine Vorräte irgendwie aufstocken, ne? Wäre schön. Obwohl, ich habe ja noch schmutziges Wasser. Halb so wild. Solange ich genug von dem Zeug habe, ist alles gut. Ein Dino. Aha. Was verbindet sie? Verbirgt sich denn hier? Aus dem Krieg Erfahrung. Raketensouvenir? Kein Gewicht, aber dafür Wert ohne Ende. Oh! Wir haben etwas gefunden, was kein Gewicht, aber Wert hat. Oh! Oh! Also die Dinos haben Gewicht, die nehmen wir nicht mit. Krass, das können wir alles verkaufen und Geld rausholen. Ohne Ende. Hä? Nein, ich will nichts reinlegen, ich will die Raketen sammeln. Oh, cool. Ich bin so ein Geier. Ich bin so ein richtiger Geier. Ich will hier alles haben. Komm. Alles meins. Oh ja. Oh, das tut gut.
Wieso werde ich hier radioaktiv verseucht? Wegen den Raketen? Nee, es war nur der Raum, okay. Ups. Jetzt habe ich Dinos mitgenommen, egal. Tür zu. Affe tot. Da haben wir noch. Oh, Haarklammern ohne Ende. Nehmen wir alle mit. Wo ist das? Hey. Ah! War ich das? Ha! Sitzt du nur gegen die Batterien schlagen? Ja, dann lass es halt. Dann lass es halt. Nehmen wir die Munition mit. Die wir sowieso nicht brauchen, aber sie macht uns schwerer. Und ich mag es, schwer zu sein. So, noch irgendwas zu mitnehmen? Nee, ne? Okay. Gehen wir hoch zu Boone. Der müsste jetzt da sein. Ich glaube, tagsüber ist Vargas da und nachts ist Boone am Start. Hallo Boone. Ich mag deine Sonnenbrille aus, dem schielst du ein bisschen. Verdammt. Schleichen Sie sich ja nicht nochmal so an. Was wollen Sie? Erwarten Sie Besuch? Ja, vielleicht. Aber nicht so jemanden wie Sie. Vielleicht sind Sie ja genau das, worauf ich hätte warten sollen. Was suchen Sie hier? Was für eine kranke Stimme der hat. Ich werde Sie töten, wenn Sie das Falsche sagen. wen haben Sie gesucht? Mir können Sie es doch sagen, bitte? Vergessen Sie es. Also warum zum Teufel sind Sie hier? Ich wollte nur quatschen. Ich lerne neue Leute kennen. Ich glaube, Sie sollten besser gehen. Ich versuche ja nur nett zu sein. Die Mühe können Sie sich sparen. Tja, ich bin nicht von hier, und du? Nein. Sie sind wirklich nicht von hier, wie? Sie sollten vielleicht nicht gehen. Noch nicht. Warum denn das? Sehr komische Konversation, die irgendwie nicht zusammenhängend ist, aber egal. Jetzt wollen Sie also etwas von mir, ja? Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Sie sind nicht von hier. Schon mal ein Anfang. Trauen Sie prinzipiell nur Fremden? Ich sagte, das ist ein Anfang. Diese Stadt. Hier kann mir keiner mehr in die Augen sehen. Was soll ich tun? Ich will, dass Sie was rausfinden für mich. Weiß zwar nicht, ob es überhaupt was rauszufinden gibt, aber jemand soll es versuchen. Eines Nachts, als ich Wachdienst hatte, kamen Sklavenjäger der Legion zu uns ins Haus und haben meine Frau mitgenommen. Sie wussten, wann sie kommen mussten und kannten den Weg genau. Und sie haben nur Carla mitgenommen. Das hat jemand eingefädelt. Ich weiß nicht, wer. Sie versuchen also, ihre Frau zu finden. Meine Frau ist tot. Ich will den Hurensohn, der sie verkauft hat. Was soll ich machen, wenn ich die Person finde? Bringen Sie die Person draußen vor das Nest, während ich Wache habe. Ich habe die Nachtschicht. Ich gebe Ihnen mein RNK-Barett. Setzen Sie es auf, als Zeichen, dass Sie neben der richtigen Person stehen. Um den Rest kümmere ich mich. Das muss ich alleine machen. Woher wissen Sie, dass Ihre Frau tot ist? Ich weiß es einfach, klar. Und alles Weitere geht Sie nichts an. Mal sehen, was ich tun kann, um Ihnen zu helfen. Gut. Sie werden es nicht bereuen. Ach, noch was. Wir sollten nicht mehr miteinander reden, bis die Sache gelaufen ist. Niemand in der Stadt weiß, was mit meiner Frau passiert ist. Ist auch besser so. Sonst ist die Legion als nächstes hinter mir her. Yep. Okay, wir haben anscheinend den Schuldigen gefunden. Ja, als wir gestern den Safe aufgebrochen haben im Souvenirshop, da war halt diese Kaufurkunde drinne. Oh, Hacklermann. Lunchbox. Mehl brauchen wir nicht. Verbandskasten können wir gebrauchen. Komm, nehmen wir Red Eggs auch noch mit. Nichts zu essen? Schrott? Klasse. Naja. Jedenfalls wissen wir ja bereits, dass wer der Schuldige ist. Oder wer die Schuldige ist. Aber wo... Ach, ich humpel immer noch. Ich wollte ja einen Arzt suchen, ne? Stimmt ja.
Wir müssen noch die Quest erstmal auswählen, glaube ich. Run for my baby. Okay, wir sollten erstmal warten, bis Tag ist. Und dann in den Souvenirshop gehen. Weil wir kennen ja schon die Schuldige. Das Dumme ist, ich habe halt Fallout New Vegas schon durchgespielt. Es ist irgendwie klar. Für mich, wer der Schuldige ist. Aber als ich das erste Mal gespielt habe, fand ich die Quest einfach nur genial. Richtig genial fand ich die Quest. Schade nur, dass ich das jetzt halt weiß, wer der Schuldige ist. Und das bist du. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Was ist mit Boone los? Eigentlich nichts, wenn ein Mann gerade seine Ehefrau verloren hat, schätze ich. Arme Seele. Ich weiß, dass er glaubt, sie sei entführt worden. Aber vielleicht ist sie ja doch aus eigenem Antrieb abgehauen. Irgendwie hat sie seit ihrer Ankunft scheinbar immer drüber nachgedacht. Was können Sie mir über Boons Frau erzählen? Wie soll ich sagen? Schätze mal, sie war so eine Art Kaktusblüte. Hübsch anzuschauen, aber einfach unnahbar. Sie hat das Leben hier nie gemocht. Sie stand mehr auf die hellen Lichter und das schnelle Leben von New Vegas. Ich habe das Gefühl, dass sie Boone zum Wegziehen überreden wollte, aber einfach nicht länger warten konnte. Du bist so eine falsche Schlange, Jenny. Wir kennen uns doch nicht. Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Und was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak. Dies hier ist das Dino D. Light Motel und es gehört mir. Aha. Wir haben hier noch einiges zu quatschen. Welche interessanten Plätze gibt es hier? Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Innen können Sie auch raufklettern. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten Sie da besser fernbleiben. Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Keine Angst, ich werde da noch vorbeischauen. Sonst noch was? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Das heißt, seine Frau wollte ihn zu Umziehen überreden, sie wollte aber den Schutz von Boone und hat wahrscheinlich die Frau verkauft. Gut, Freunde, das Rätsel werden wir morgen lösen und die letzten Gespräche, denn heute habe ich leider nicht so viel Zeit mehr zum Investieren. Das finde ich auch selber recht schade. Aber wir sehen uns ja bereits morgen wieder und dann decken wir die Schlampe hier auf. Ich weiß, was du getan hast. Naja, wir sind durstig und damit würde ich sagen, setzen wir uns hin und chillen bis morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Schlampe.